Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch alle Artefakte bei dem Modus Ausbruch und wir fangen direkt an mit Spot Nummer 1 und zwar auf Ruka. Benutzt diesen Jump Pad, den ich benutzt habe und dann fliegt dorthin, wo ich hinfliege. Genau unter mir auf meiner Markierung befindet sich dann das nächste Artefakt. Wie ihr sehen könnt, befindet sich hier das Omega-Gruppenabzeichen und wir begeben uns nun zu Spot Nummer 2. Das nächste Artefakt ist Serges Kopf und es befindet sich hier auf der Karte, auf der Brücke. Bei mir wird es nicht angezeigt, weil ich es schon aufgesammelt habe, aber ihr müsst von hier runterspringen und der Kopf befindet sich hier auf dem Mast und ihr könnt den aufheben. Artefakt Nummer 3 befindet sich ganz unten auf der Karte, da wo ich jetzt hingehe. Ihr müsst hier nämlich geradeaus hochlaufen. Dort befindet sich dann ein Felsen und auf diesem Felsen ist dann der Kristall drauf. Diesen Kristall hebt ihr auf und ihr habt auch Artefakt Nummer 3. Kommen wir nun zu Artefakt Nummer 4. Artefakt Nummer 4 ist ein Messer und der befindet sich hier oben in dieser Hütte. Ich zeige euch das auf der Karte. So, klettert dann hier hoch und rechts am Fenster befindet sich ein Messer und das hebt ihr auf. Das waren alle Artefakte bei der Karte Ruka und wir begeben uns jetzt zur nächsten Karte, Alpine. Das erste Artefakt hier auf der Karte ist das Häschen von der Mystery Box. Ihr läuft hierzu in dieses Haus hier rein, ganz oben und dort auf dem Bett befindet sich dann der Hase. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Hebt es auf und ihr habt Artefakt Nummer 1. Kommen wir nun zum zweiten Artefakt. Und zwar ist es ein leerer Juggernaut Behälter. Ihr geht dazu hier auf diesen Hügel, nehmt Anlauf Leute, springt und macht euren Fallschirm auf und klettert hier auf dieses Dach. Wenn ihr dann auf diesem Dach hier seid, dann befindet sich hier am Schornstein, an diesem roten Schornstein, eine leere Juggernaut Flasche. Bei mir wird es jetzt nicht angezeigt, weil ich es schon aufgehoben habe, aber falls ihr das noch nicht habt, dann wird die bei euch hier neben dem Schornstein sein. Kommen wir nun zum Artefakt Nummer 3. Artefakt Nummer 3 ist ein Kanister und hierzu müsst ihr auf diese Seilbahn drauf. Klettert hierfür auf dieses kleine Häuschen, nimmt dann Anlauf, springt hier hoch und dann befindet sich auch hier das nächste Artefakt und das ist ein Kanister. Das waren alle Artefakte auf dieser Karte und als letztes zeige ich euch die Artefakte auf der Karte Galova. Das erste Artefakt ist der Affe und hierfür müsst ihr in die Kirche gehen, klettert hier hoch. Wenn ihr dann hier oben seid, dann springt aus dem Fenster und lauft dann links entlang. Wenn ihr dann links entlang läuft, dann seht ihr vor euch schon so eine Säule und links von euch ist auch eine Säule. Und ihr müsst hier auf die linke Säule drauf springen. Und wenn ihr dann drum herum läuft, dann liegt da auch schon der Affe. Diesen hebt ihr auf und wir begeben uns nun zum Spot Nummer 2. Und zwar ist dies die BND-Marke. Hierfür nehmt euch am besten ein Auto, weil das ist weit weg. Ihr geht hier bis zum Ende der Straße und hinter diesen Sandsäcken befindet sich dann die BND-Marke. Die hebt ihr auf und dann haben wir auch schon das nächste Artefakt. Ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo das ist. Und zwar ganz rechts am Ende der Straße. So, gehen wir nun zum nächsten Artefakt. Das nächste Artefakt ist ein Kanister. Klettert hier hoch, Leute, über diese Rohre auf diesem Silo. Von dort aus springt ihr rüber zu den anderen Silos und dann in dem mittleren Silo müsst ihr. Und wenn ihr dann hier seid, könnt ihr einfach auf diesen Rohren laufen und dort befindet sich dann ein Ethereum-Kanister. Diesen hebt ihr auf und ihr habt auch schon das nächste Artefakt. Ich zeige euch jetzt nochmal auf der Karte, wo sich das befindet und wir begeben uns auch zum nächsten Artefakt. Das letzte Artefakt auf dieser Karte ist eine Kassette. Hierfür müsst ihr in dieses gelbe Haus, schaut auf der Karte, wo ich bin. Dann geht ihr hier in dieses gelbe Haus rein, lauft hier die Treppen ganz runter und wenn ihr dann hier ganz unten seid, dann ist es, wenn ihr nach links läuft, hier die erste Tür. Auf dieser Kommode befindet sich dann die Kassette, bei mir wird sie nicht angezeigt, weil ich sie schon aufgesammelt habe, aber bei euch müsste sie dann sein. So, und ein Artefakt, Leute, bekommt ihr, indem ihr Serges Kopf aufhebt bei der Verteidigermission. Dies könnt ihr auf jeder Karte machen, also da gibt es keine spezielle Karte für. Ihr hebt einfach den Kopf auf und habt dann auch eine Marke.
So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.